Justin Timberlake in Berlin im edlen Adlon Hotel stellt er seinen neuen Thriller Runner Runner vor. Darin spielt er an der Seite von Ben Affleck einen mittellosen College-Studenten, der beim Online-Pokern so richtig Geld macht, bis er alles verliert. Du willst die Gebühren beim Glücksspiel gewinnen? Muss echt nett sein, wenn man die ganze Ausbildung bezahlt bekommt. In Wirklichkeit hat es Justin aber eher nicht so mit dem Zocken. I don't gamble a lot. I've only ever really played Blackjack in a casino. Ach, ich spiele nicht oft. Ich habe eigentlich nur einmal richtig Blackjack gespielt. Es hat 4 Stunden gedauert, bis ich was gewonnen habe. Das war auch das erste Mal, dass ich in einem Casino gespielt habe. Ja, und nach den 4 Stunden bin ich dann mit meinem Gewinn an dem Würfelspieltisch vorbeigegangen und innerhalb von 5 Minuten habe ich alles verloren, was ich davor gewonnen habe. And then when I walked away, I went to the craps table and in 5 minutes I lost all the money that I won. Justin ist ja zurzeit voll auf Erfolgskurs. Gerade durfte er bei den MTV Video Music Awards 4 Preise mit nach Hause nehmen. Bis ein neuer Film rauskommt, müssen wir uns allerdings noch eine Zeit lang gedulden. Runner Runner startet nämlich in den deutschen Kinos erst am 17. Oktober.